Hallöchen, mein Lieben. Ja, ich bin ja wie gesagt fleißig am Vorproduzieren, weil ich ja in den Urlaub fahre. Und eigentlich wollte ich mit euch diese Box basteln, die natürlich noch nicht fertig ist. Ach nee, das ist ja auch die falsche. Diese Box wollte ich eigentlich mit euch basteln. Das Problem ist, dass mir das mit den Maßen noch nicht so richtig gefallen hat. Ich also da nicht so zufrieden mit bin. Und ja, ich da noch rumgetüftelt habe. Dementsprechend dauert es noch ein bisschen. Aber es kommt auf jeden Fall auch noch. Und die machen wir auf jeden Fall. Das ist eine achteckige Box. Und genau, ich würde euch die ja gerne mit den richtigen Maßen geben, also dass auch alles passt. Und dementsprechend habe ich das jetzt erstmal verschoben. Und da ich ja immer am Rumtüfteln bin und ich euch ja schon mal diese Lippenstiftverpackung gezeigt habe, die habe ich gerade nicht hier, weil die habe ich, glaube ich, schon verschenkt. Na, egal. Ihr könnt euch erinnern, ich habe ja so eine Lippenstiftpackung, also hier für so Labellos und so gemacht. Und zwar eine so eine Runde, wo ich gesagt habe, oh, da hätte ich gerne so ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen verfeinern. Ende vom Lied ist jedenfalls, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wenn das mit der kleinen Verpackung klappt hat, dann klappt das bestimmt auch mit einer großen. Und dann habe ich diese Box gebastelt. Das ist eine runde Box, die man in unterschiedlichen Größen machen kann, natürlich. Man kann die auch als Handtasche vielleicht machen. Also, ich zeige euch die mal, wie die hier innen drin aussieht. Genau, und wenn man hier so ein Band durchmacht und das mit Magnet verschließt, dann kann man das auch als kleines Handtäschchen nehmen. Die fand ich jedenfalls so cool, dass ich gedacht habe, okay, dann bastel ich jetzt mit euch die Box, bis ich mir sicher bin, was die Maße für die andere Box da betrifft. Ihr braucht dafür Kreise und zwar einige davon. Wenn ihr einen Kreisstanzer habt, ist das toll, denn das soll ja auch stabil sein. Ne? Ihr wisst selber, mit einem so einem Blatt Papier ist das nicht stabil genug. Ihr könnt das hier gut sehen, glaube ich. Ich habe hier mehrere übereinander geklebt. Und zwar habe ich glaube, das ist 250 Gramm Papier. Davon habe ich 5 weiße genommen. Ups. 5 weiße genommen. Seht ihr das hier? Ja, ne? 5 weiße, die ich zusammengeklebt habe. Und dann habe ich außen und innen noch eins mit Designpapier gemacht. Je nachdem, was ihr für Papier habt. Also ich habe für das nächste, was ich jetzt mache mit euch, von Action diesen Aquarellblock, diesen mit dem lila Blattblättern. Der ist für mich leider für nichts zu gebrauchen. Also ich kann damit nicht wirklich basteln. Aquarell mache ich selten, beziehungsweise komme ich nicht dazu. Und deshalb habe ich gedacht, dann kann ich das jetzt für diese Kreise nehmen. So. Das braucht ihr. Genau. Was für Kreise ihr nehmt, ist eigentlich völlig egal. Ihr solltet nur zusehen, dass die Kreise nicht zu groß sind, weil ihr müsst ja dieses Papier, was ihr hier drum macht, also was wir hier so als Tasche dann machen oder Box oder wie auch immer, das muss ja rumpassen. Das heißt, entweder müsst ihr es stückeln, also ihr müsst ja den Umfang berechnen. Da gibt es Rechner im Internet, also fragt mich nicht nach der Formel. Es gibt Rechner. Mein Kreis hier ist ungefähr 6 cm. Ich kann das mal... Der ist ungefähr 6 cm, genau. Das seht ihr, ne? Hoffe ich. Ich habe schon mal was vorbereitet hier. Also der ist roundabout 6 cm, genau. Und da ist der Umfang, den ich brauche, 18,84 oder so, also ungerade Zahl. Ich habe das aufgerundet auf knapp 20, weil ich wollte, dass das hier mindestens 1 cm drüber kommt. Also das hier ist sogar 21 und das überlappt mit 2. Und ihr seht ja auch, also es war meine Probebox, ich hatte hier auch die Löcher falsch gemacht. Aber auch das, man lernt ja, ne? Genau, also ihr braucht ein Blatt, was lang genug ist, um den Umfang des Kreises hier zu machen. Und wenn das nicht lang genug ist, dann müsst ihr es eben zusammenkleben. Auch das kann man ja machen, dass man dann sagt, okay, der Kreis ist, keine Ahnung, größer, 8 cm oder sonstiges. Das reicht vielleicht von einem Blatt nicht. Dann kann man hier unten ja wie so eine Naht im Prinzip machen, wenn man das als Täschchen nimmt. Ne? Also Fakt ist, dieses Blatt hier drumherum muss den Umfang des Kreises plus mindestens 1 cm bilden, sonst können wir es nicht verschließen. Was wir machen können ist, wir müssen es nicht mit einem Band verschließen, wir können es auch mit einem Magneten verschließen oder mit Klettverschluss oder wie auch immer. Ich würde zum Stabilisieren immer ein Stück Papier hier noch reinsetzen, egal was ihr macht, ob mit Magnet, mit Klettverschluss oder sonstiges, sonst reißt das Designpapier. Ich habe das auf beiden Seiten,
zeige euch das mal von der anderen. Seht ihr das hier drin? Da drin ist das auch mit Designpapier verstärkt. Genau. So, dann braucht ihr Kleber und Geduld. Geduld ist nicht so meins, aber ich kann euch sagen, ich habe es mit Heißkleber versucht. Ich zeige euch mal, was ich, das ist die zweite, die ich gebastelt habe. Das ist jetzt, ich habe hier das Band noch nicht abgeschnitten. Das ist die zweite, die ich gemacht habe. Da habe ich andere Maße genommen. Da habe ich nämlich wirklich nur diese 20 und ein paar zerquetschte genommen. Es steht hier also wirklich nur ein bisschen über. Es ist auch sehr schräg geworden. Ihr seht, ich habe es auch versucht, mit Heißkleber zu machen. Kann ich euch von abraten. Das wird nichts, also bei mir zumindest nicht. Ihr könnt das gerne probieren, weil dann müsst ihr nicht so lange warten, bis es fertig ist. Ihr seht, ich habe es ja auch noch nicht verstärkt, weil das war mein Probeding mit Heißkleber. Genau. Wie ihr das verschließt, ob ihr das hier jetzt so rum macht und das ist euch überlassen. Was ich jetzt mache ist, ich habe ja noch eine Box, die ich schon vorbereitet habe. Das Papier hier ist 10 cm in der Breite. Ihr könnt die natürlich so breit machen, wie ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel, ich habe ja hier mit den Kerzen, ne? Ich mache ja ganz viele Kerzen momentan. Und wenn ihr die zum Beispiel in so eine Box verpacken wollt, dann nehmt ihr natürlich einen kleineren Kreis, dafür aber längeres Papier, also in der Breite länger, ne? Und messt euch den Umfang aus und dann könnt ihr da nämlich schön Kerzen drin verpacken. Will ich auch noch machen, aber im Moment habe ich gerade keine Zeit dafür. So, dann habe ich mir schon eine Seite geklebt. Ich habe hier also vier von den Aquarelldingern genommen und jeweils ein farbiges für innen und außen. Das andere habe ich noch hier und ich kann euch mal zeigen, so sieht das aus, ne? Ich habe hier vier so eine Aquarelldinger aus diesem komischen Block. Die klebe ich mir zusammen. Das mache ich mit euch zusammen. Also schön darauf achten, dass ihr die wirklich auf Stoß macht. Wenn es ein Millimeter, also ein Müh drüber ist, ist nicht ganz so schlimm. Aber das muss nachher natürlich hier in dieser Rundung auch gut anliegen. Ne? So, also Blatt drauf. Ich drücke mir die gleich zusammen. Ich klebe die erstmal hier übereinander. Stehe ja ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich noch viel zu tun habe vorm Urlaub. Ach, freue ich mich, wenn es endlich losgeht. Aber bis dahin vergehen ja noch ein paar Tage. So. Wenn euch vier Blätter nicht reichen oder ihr dieses Aquarellpapier nicht opfern wollt oder wie auch immer, ihr könnt da, also nehmt so viel, wie ihr der Meinung seid, dass das stabil genug für euch ist. Ich lege mir das dann immer auf den Tisch und drücke dann einmal fest gegen, damit es wirklich, vor allen Dingen nehmt Kleber, der gut anzieht, vor allen Dingen schnell anzieht, ne? Sonst sitzt ihr wirklich, also das ist ein kleines Geduldsspiel und das ist eigentlich das Einzige, was mich an dieser Verpackung ärgert. Weil ich es wirklich nicht so mit Geduld habe, aber das wisst ihr ja. So. Dann nehme ich mir die bunten, also die aus Designpapier, drehe mir das auch gleich um und halte so lange fest. Also das ist noch schnell, wie gesagt, wenn ihr einen Handstanzer habt, einen Kreisstanzer, perfekt, dann ist das schnell gestanzt und es ist, wie gesagt, ja auch hier schnell geklebt, ne? So, fest zusammendrücken, am besten dann irgendwie auf den Tisch legen und nochmal von oben drauf. Ihr könnt auch was Schweres rauflegen, passt nur auf, dass ihr nicht verrutscht, ne? Weil, wie gesagt, wenn das nachher nicht mehr übereinander so ist, dann... So, jetzt haben wir beide Kreise, die wir für außen brauchen. Ich habe einmal einen helleren, also ich nehme jetzt den hier für innen. Dann haben wir unser Papier und ich möchte natürlich nicht, ne, also wir wollen es ja, es muss rund werden. Das heißt, das, was ich euch vorschlagen kann, wie ihr es schnell rund kriegt, ist, nehmt es an den beiden Seiten und zieht es über die Tischkante. Ich weiß nicht, ob ich euch das so zeigen kann. Ich versuch's mal. So. Zieht es einfach über die Tischkante und dann seht ihr, wird es rund.
Ihr könnt es aber auch über ein Falzbein ziehen, wenn es lang genug ist, ne? Oder über ein Lineal. So, warte, ich gehe mal wieder hier zurück mit euch. wir können auch mal gucken, hier mit dem, ups, so. Aber es ist eben, also, ihr braucht da ein bisschen, ihr wisst ja, wie man Sachen rund kriegt, ne? Genau. Ansonsten könnt ihr euch das einmal auch eindrehen, so. Ein bisschen halten, damit es diese Rundung behält. Ihr könnt auch ein Gummiband drum machen oder wie auch immer. So. Dann überlegt ihr euch, welche Seite will ich denn unten haben, oben haben oder sonstiges. Ich würde jetzt die zum Verschließen haben wollen. Dementsprechend wäre das hier meine Vorderseite. Und dann fange ich wie folgt an. Guck mal, ob ich euch hier so. Ich drehe mir das und mache mir hier ein bisschen Kleber rauf. Also ihr braucht erstmal einen Anfang. Das ist innen und dann lege ich mir den Kreis hier rauf und drücke mir das an. Und jetzt braucht ihr Geduld, weil jetzt muss der Kleber nämlich anziehen und erst wenn der angezogen ist, können wir weitermachen. Das ist jetzt also wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Geschichte. Aber ich, also für mich habe ich herausgefunden, es ist besser, wenn man erstmal mit einem kleinen Stück oben anfängt und auf der anderen Seite dann genau das Gleiche macht. Und dann kann man nämlich Schritt für Schritt das weiter einrollen. Also jetzt ist Geduld gefragt, ne? Denn das muss ja erstmal anziehen hier, der Kleber. Ihr seht, noch sehr feucht. Also da ist jetzt Geduld gefragt. Von daher würde ich sagen, bereite das jetzt mal vor, dass beide Seiten eben dran sind und hole euch dann wieder zurück. Naja, also ich stelle fest, so einfach ist das auch nicht, egal was ich mir ausdenke. Vielleicht macht das auch Sinn mit doppelseitigem Klebeband, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sich das relativ schnell wieder löst. Vielleicht kann man aber auch innen drin dann Heißkleber machen. Das ist alles so eine Sache, wie es einem gefällt. Ich meine, man könnte rein theoretisch, sage ich jetzt so, hier drin Heißklebe machen. Dann ist es hier auch fixiert und kann dann vielleicht innen noch ein Stück Papier zum Einlegen reinmachen. Wie gesagt, ne, also das ist eben Papier. Was soll ich sagen? So, aber ich glaube, das sieht jetzt ganz gut aus. Auch wenn es hier ein bisschen gematscht ist, ist jetzt nicht so schlimm. So, und jetzt mache ich das Gleiche auf der Seite. Und mache schon mal hier ein bisschen Kleber hin, damit ich es einrollen kann. Und mache mir dann den hier rauf. Na, schräg sollte es natürlich nicht sein. Ups. Wenn ihr hier einen Abstand zum Rand habt, ist das auch nicht schlimm. Ne, das ist ja, also, das ist handgemacht. So, und wenn ihr das so habt, dann könnt ihr nämlich das Ding zumachen und könnt im Prinzip dann gegendrücken. Hier, da, wo es klebt, ne? Und wenn es festgeklebt ist, dann macht ihr das wieder auf und dann macht ihr das nächste Stück. Also so ist es für mich bis jetzt am einfachsten gewesen. Ne? Also ich habe jetzt hier quasi, zeige euch das mal hier, da streiche ich jetzt die ganze Zeit drüber, damit der Kleber anzieht, weil, also ich habe den VBS-Kleber, der zieht ja schon schnell an, aber auch der braucht natürlich, weil da Spannung drauf ist auf dem Blatt, ein bisschen, ne? Also von daher lieber ein bisschen länger warten als zu kurz. Denn es soll ja nicht kaputt gehen. So. Und der trocknet nachher transparent aus. Ihr könnt nachher, auch wenn euch das hier nicht gefällt, weil da was Transparentes drüber ist oder so, könnt ihr natürlich am Ende auch hier noch was rüberkleben. Also das ist, wie gesagt, euch überlassen. Das ist ja auch nur eine Inspiration hier, ne? Keine Pflichtveranstaltung. Genau, so. So, jetzt haben wir das so und jetzt mache ich das nämlich, also für mich ist das bis jetzt der einfachste Weg, ne? Es ist wirklich, der Anfang ist das Schwierigste, aber dann wird es einigermaßen. Jetzt mache ich mir hier Kleber rauf bis zu einer bestimmten Stelle und auf der anderen Seite mache ich mir auch Kleber rauf bis zu einer bestimmten Stelle
Und dann drehe ich es mir wieder ein. Ups. Drehe ich es mir wieder ein. Versuche natürlich die beiden Dinger so gerade wie möglich. Das ist hier schon mal nicht so geworden. Aber es ist egal. Das könnt ihr hier alles noch ausrichten. So, und dann halte ich das einfach so und warte, bis es angezogen ist, um den Rest zu machen. Ne? Also, es ist ein Geduldsspiel, das habe ich euch ja gesagt. Wenn ihr das mit dem Heißkleber hinkriegt, also ich habe es nicht hinbekommen, aber es geht bestimmt. Ne? Für Leute, die feinfühlig sind, schnell sind. Also ich bin da nicht so schnell, dementsprechend klappt es bei mir nicht so. Aber das ist alles gar nicht so tragisch. Dann muss man eben ein bisschen Geduld haben. Oder man nimmt Sekundenkleber. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich habe es mit Heißkleber versucht. Das hat nicht so funktioniert. Das sah auch nicht so schön aus. Ich habe die erste Box, die ich gemacht habe, Moment, die hier auch mit Kleber gemacht, ne? Also wirklich Stück für Stück. Aber ich finde sie so schön, dass ich mir gesagt habe, also selbst dann kann auch ich mal ein bisschen Geduld haben. Und von daher, man kann damit einfach wirklich so viel machen, weil man kann sie in unterschiedlichen Größen machen. Man kann sie in ganz kleinen machen. So, also ich sage jetzt mal die Größe, die ich jetzt gerade mache. Man kann sie in kleineren Kreis machen, dafür aber länglicher, damit man Kerzen verpacken kann. Man kann sie mit größeren Kreisen am Rand machen und dann natürlich eben auch in der Länge größer, so dass man eine Handtasche draus machen kann. Also natürlich nicht eine, die man wirklich benutzt, weil wenn es regnet, ist das Papier nass, ne? Aber da sind so viele Möglichkeiten, wie man zum Beispiel Geschenke verpacken kann und hier passt ja auch eine Menge rein. Ne? So als kleines Goodie-Täschchen zum, weiß ich nicht, Schulanfang, was weiß ich. Gibt so viele Möglichkeiten. Und ich fand das so schön und war so begeistert, dass ich gesagt habe, okay, die andere Box kommt natürlich auch noch, aber ich habe mir gedacht, okay, bevor ich das Papier, weil mit dem Papier hätte ich jetzt hier auch gar nicht mehr eine Box basteln können und habe dann gedacht, dann nehme ich euch mit und mache die hier. Also ich habe ja erstmal probiert, ne? Und dann habe ich gedacht, mache ich aus dem Restpapier jetzt eben die Box. Und dann kommt die andere Box eben mit einem anderen Papier. So, also ich habe wieder ein Stück Kleber drauf gemacht und drücke mir das hier an. Ihr könnt es jetzt auch rein theoretisch schon hier so zumachen und könnt es die ganze Zeit hier. Das hilft vielleicht, um den Kleber schneller anziehen zu lassen. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt nicht machen werde mit euch, ist das Ding verzieren bzw. ein Band rummachen, weil ich noch gar nicht weiß, ob ich hier ein Band drum haben will und eigentlich für mich die Lasche hier auch zu kurz ist. Also ich würde, wenn ihr einen Umfang habt, ich sage jetzt mal so wie meins hier mit 6 cm, also mein Kreis hat ja einen Durchmesser von 6 cm, mein Umfang von dem Blatt müsste also quasi sein 18,84 oder so. Ich habe es aufgerundet auf 19, nehmt grundsätzlich 2 cm mehr, dann habt ihr auch wirklich genug Platz, um hier so eine Lasche zu machen. Ne? So eine hier, so. Genau. Und verstärkt die vor allen Dingen auch. Das habe ich jetzt hier auch wieder vergessen. Ich wollte euch aber auch eigentlich nur zeigen, wie es geht. Das ist, eigentlich ist es ganz easy gemacht, ne? Weil ihr braucht wirklich nur, es gibt ja auch diese Kreisschneider. Ihr braucht einen Kreisschneider, ihr müsst euch den Umfang des Kreises ausmessen, ihr braucht Papier, was genau dann die Länge hat. Und wenn es nicht reicht, weil der Kreis zu groß ist, was ja jetzt nicht schlimm ist, dann klebt das Blatt zusammen, macht euch eine Klebelasche, klebt es zusammen aus 2 Teilen und dann nehmt das im Prinzip quasi als Naht. Kann man ja machen, ist ja alles überhaupt nicht schlimm. Und dann ist es, wie gesagt, ein Geduldsspiel, ne? Stück für Stück hier am Rand. Und dann könnt ihr, wie gesagt, entweder vorne mit Band durchziehen, so wie ich das hier gemacht habe. Das kann man hier vorne also wirklich ganz normal zuknoten. Oder ihr könnt einen Magneten reinmachen. Oder ihr könnt, also den Magnet könnt ihr dann quasi ja über die Verstärkung, unter die Verstärkung hier machen. Magnet reinmachen oder einen Klettverschluss. Ihr könnt hier innen drin ein Band durchziehen, so dass ihr hier oben im Prinzip einen Henkel habt. Also ihr habt so viele Möglichkeiten und rund geht ja irgendwie immer, finde ich. Also, ich liebe ja alles, was rund ist. Von daher ist das meine Inspiration jetzt für euch. Ne? Ich hole mal das hier noch her. Genau, also diese kleinen Boxen. Und ja,
Ich werde die mit Sicherheit noch in anderen Maßen basteln, in groß und für Kerzen und, aber jetzt alles nicht mehr vom Urlaub, das mache ich dann nach dem Urlaub. Dann zeige ich euch das auch. Vielleicht finde ich auch noch eine Möglichkeit, wie man das mit dem Kleben hier besser gestalten kann, ohne dass es so lange dauert, denn das ist wirklich das, was am meisten aufhält, ne? Aber egal. Gut, also, es sollte auch ein kurzes Video werden, auch wenn es, wie gesagt, beim Kleben länger gedauert hat. Ich hoffe, euch gefällt die Box. Ich hoffe, ihr habt da Spaß dran, die nachzubasteln. Und ich freue mich über ein Däubchen. Ich freue mich auch über Kommentare. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Also, bis dann. Tschüss.